Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich eine crazy Beauty Box und zwar die beauty.at Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich mache auf diesem Kanal allerlei Unboxings, Hauls, Reviews, Videos, Gedönsen. Jeden Tag kommt eins um 11 online. Falls du Bock auf mehr Content von mir hast, dann klick hier unten auf den Abo-Button, falls du das noch nicht getan hast. Verpasse kein Video von mir. Und ja, ich würde mich freuen. Ab und an schnarche ich mit dem Bau, den man da sieht im Hintergrund. Er schnarcht gerade echt hart. Also einen harten Tag, Leute, ich sag's euch. Ja, auf jeden Fall habe ich heute hier die beauty.at Box. Warum ist die so crazy? Also, zuallererst, sie erscheint viermal im Jahr, passend zu jeder Jahreszeit. Kostet 39,90 plus 8 Euro Versand, weil das Moped kommt aus Österreich. Das Ding, was hier aber mit drin ist, ist, dass wir super weit im Voraus diese Box kaufen. Also, Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob 2 oder 3 Monate im Voraus sogar schon. Das heißt, im Prinzip müsst ihr jetzt schon bald wieder für die nächste Box, also die Herbstbox, die dann ja wahrscheinlich Ende August geliefert wird oder im September, der Presale schon wieder laufen. Also total verrückt und die ist super schnell ausverkauft. Die ist ein bisschen schwer, ich packe sie mal eben runter. Ich teile euch sowas auch gerne auf Instagram mit. Da heiße ich AIDOBIKEP, Claudia rückwärts und ein P dahinter, weil mir das zugeschickt wird von euch zum Beispiel, was ich so geil finde. Also ich kriege jedes Mal, sobald sie verfügbar ist, gefühlt 20 Nachrichten. Das ist so lieb. Und dann ja, packe ich das natürlich auch in meine Story, dass alle Bescheid wissen. Wir haben hier auch immer sehr hochwertige Produkte drin. Sowohl Pflege als auch dekorative Kosmetik. Mascara haben wir meistens mit dabei, erfahrungsgemäß. Und echt viel hochwertige Pflege. Und ja, lass uns mal reingucken. Ne? Manchmal haben wir auch so ein bisschen Food, Nahrungsergänzungsmittel und sowas drin. Finde ich immer ein bisschen kritisch, aber egal, der Wert ist trotzdem immer richtig hoch. Und dieses Mal haben wir gar keine wirkliche Box, sondern der Karton ist schon die Box. Oh Gott, und ich sehe schon was. Aha, ich bin sehr, 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 sehr gespannt drauf, wie das jetzt so wird hier mit uns und dem Unboxing, Leute. Ne? Wir gucken mal hinein. Also, das erste größte Vieh, was mir hier direkt in die Haare fliegt, ist Pediquick. Made in Germany. Ihre Pediküre-Hilfe für optimale Nagelpflege, Beweglichkeit und Entspannung. Ja, ich bin schwanger. Mein Freund wird mir demnächst wahrscheinlich die Fußnägel lackieren dürfen. Und vielleicht ist sowas gar nicht so verkehrt. Eigentlich finde ich das total unnütz, ehrlich gesagt. Weil ich kriege das auch hin, ohne dass ich da irgendwie so Zehentrenner und so ein Moped ausprobiere. Aber ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt. Jetzt mal ohne Witz, oder? Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das so seht. Präzision und Beweglichkeit, Komfort und Entspannung. No, wundervoll. Qualität und Nachhaltigkeit. Aha. Hallo. Kindersicherung ist auch mit am Start. Oder auch Claudi-Sicherung. Ja, da sind tatsächlich für jeden Fuß ein so ein Schaumstoffvieh dabei. Verrückt, Leute. Wirklich verrückt, oder? Mhm, sieht sehr professionell aus. Also dann kann ich hier bald zu Hause meine professionelle Pediküre machen. Ich glaube nicht, dass das super billig sein wird. Aber allein dieser Pediquick, dieser Sticker, sieht schon hochwertig aus. Keine Ahnung. Also ich kann sowas halt nicht jetzt ad hoc immer beurteilen, wie teuer das ist. Ich blende euch das immer ein. Und wenn ich die Preise im Internet raussuche, falle ich meistens vom Stuhl. Ne, passiert. Ich habe zum Beispiel in dieser Box den teuersten Lipgloss drin gehabt, den ich je hatte. Den habe ich dann auch gerade hier in meinem ungeschönten Video euch auch gezeigt, weil wir da die teuersten und die günstigsten Produkte in unser Gesicht gehauen haben. Die liebe Sarah, Isabel und ich. Wow. Also 54 Euro oder so für ein Lipgloss. Finde ich, ist schon dekadent. Ne? Kann man nicht anders sagen. Und dafür steht die beauty.at-Box mit ihrem Namen. Ja, bin ich mal gespannt. Kann mein Freund dann wahrscheinlich hier so, ne, als kleine Hilfe mit verwenden, das bisschen Schaumstoff. So, was ist das denn? Eucerin Urea Plus, geil. 10% Urea Fußschaum, sofortige Linderung, 48 Stunden Schutz vor trockener Haut. Das können wir jetzt so gut gebrauchen. Extrem trockene, raue Füße, mega geil. 150 Milliliter sind hier drin. Ich mache immer diese Fußpflegegeschichten, ne? Jeden Abend packe ich mir da Fußcreme drauf. Und Urea, das wird nicht so geil riechen, ne? Das wird nach Fußkram riechen.
Aber es wird gut funktionieren. Das wird mir tolle Füße machen, da freue ich mich drüber. Das ist richtig, richtig, richtig geil. Mit Urea, Ceramiden, NMF, Dexpanthenol und Decanediol läuft. Zieht schnell ein und fettet nicht. Gut, ich mache das abends eh nach dem Duschen direkt auf die Füße drauf und ziehe mir dann Socken an. Ne? Geil. Richtig, richtig geil. Schreibt mir mal gerne. Kann man das? Bei Diabetes geeignet, auch gut. Schreibt mir mal gerne, ob ihr auch Fußpflegeprodukte verwendet. In die Kommentare. Also ich mache das wirklich sehr, sehr, sehr akribisch, ne? Weil ich einfach merke, es tut schon was für meinen Körper, wenn ich das jeden Abend mache, ich immer schön meine Füße pflege, weil die tragen mich durchs Leben, ne? Dann muss ich die auch pflegen. Hier ist was drin, das kann ich jetzt aktuell leider nicht so verwenden, weil ich durch die Schwangerschaft halt auf Retinol verzichten muss. Und dazu hier ein Video. Ne? Ich kann euch so viele Videos einblenden, Leute. Anti-Age für jünger und gesund aussehende Haut von Neutrogena. Ist es ein Retinol-Boost, Tagescreme mit Lichtschutzfaktor 15. Zu Retinol ein paar Worte. Retinol ist der Anti-Aging-Wirkstoff überhaupt. Richtig geiles Zeug, weil der halt wirklich gegen den Alterungsprozess anarbeitet, indem er so ganz, ganz mikromäßig auch so eine Art Peeling oder sowas macht. Ne? Also der dringt schon gut ein, der Retinol, genau, der Inhaltsstoff. Das Ding ist halt, ich würde empfehlen, so ein Retinol-Produkt immer abends zu verwenden, weil dadurch, dass Retinol ja wirklich auf der Haut oder in der Haut und mit der Haut wirkt, also ein krasser Wirkstoff ist, wird die Haut anfälliger für Sonneneinstrahlung, für Sonnenschädigung. Gut, wenn ihr, so wie ich, vielleicht den ganzen Tag einfach mal vom Bildschirm verbringt und nicht rausgeht oder so, ist das Jacke wie Hose. Dann kannst du dir auch Retinol morgens drauf knallen. Aber ich persönlich würde es gerade jetzt im Sommer eher für abends empfehlen. Da gibt es ja auch von Beauty Mates den Retinol Use Booster und so. Alles, was Retinol beinhaltet, würde ich euch wirklich, wirklich lieber abends empfehlen, ne? Also egal ob Winter, ob Sommer, egal welche Jahreszeit. Ich finde es schön, dass jetzt immer mehr Marken auch Retinol auf den Markt bringen, weil ich liebe Retinol. Meine Haut mag Retinol. Die findet das richtig klasse, Leute. Ich sag's euch. Das ist halt nicht so sinnvoll, das in der Schwangerschaft anzuwenden. Wir haben hier richtig ein schweres Ding. Ein Pumper mit am Start. Also finde ich genial. Ne? Finde ich wirklich toll, dass sie das mit reingepackt haben. Packe ich mir zur Seite, dass ich das dann verwende, wenn ich mit meiner Schwangerschaft durch bin. Ne? Weil ich das einfach gut finde. Ja, finde ich einfach klasse. Hier steht auch, bekämpft sichtbare Zeichen der Hautalterung, Falten, verringerte Straffheit, müde Haut, Trockenheit und Pigmentflecken. Ja, das ist halt wirklich retinoles geiles Zeug. Ne? Kann man nicht anders sagen. Ist wie es ist, ne Sim? Jojo, kleiner Mann ist am Schnarchen. So, was haben wir hier? Nescens Swiss Anti-Aging Science High Power Defense Booster fürs Gesicht, fürs Face, genau. Was ist das denn? Das weiß ich noch nicht. Das müssen wir jetzt noch herausfinden, weil noch ist das hier einfach in so einer silbernen Verpackung drin und sieht aus irgendwie eher wie so ein Lippenstift, ne? Made Swiss, das hier noch vollkommen versiegelt. Das ist bestimmt wieder so ein Produkt, wo ich aus den Latschen fliegen werde, ne? 8 Milliliter sind hier drin. Brechen wir das Siegel einfach mal. Hallo? Das will sich nicht brechen lassen. Ja, so. Mal gucken. Nein. Ist auch genial, wenn man einfach nicht es hinbekommt, diese Packung zu öffnen. Ja, wir haben ja auch manchmal Marken in der Beauty.at-Box. Die kannte ich vorher nicht. Und dann google ich die Preise und denke mir, okay, wer kauft das? Wo wird das denn dann verkauft? Ist immer sehr crazy, aber gut. Das wird da sicherlich auch zugehören. High Power Defense Booster. Das scheint so ein Serum zu sein. Ist nämlich sehr flüssig. Da sehe ich nämlich eine so eine Bubble, die da rauf und runter fliegt, ne? Da muss ich mir auch nochmal genauer die Inhaltsstoffe durchlesen. Aber finde ich sehr, sehr interessant. Aber wenn der High Power Defense Booster draufsteht, ist das bestimmt auch irgendwie mit Retinol, warte mal, wir gucken mal. Aqua, Wasser, Niacinamide, Panthenol, Pentylenglykol,
Ethoxydyglycol, Urea, Sodiumbenzoate, Zitronensäure und Potassiumsorbate. Okay, das hört sich jetzt für mich nach etwas an, was ich verwenden kann, auch in der Schwangerschaft. Dann kann ich das mal ausprobieren und gucken, ob ich dadurch ein ganz neues Gesicht bekomme. Ne? Wäre ja nicht verkehrt. Niacinamide sind auch immer schön hautberuhigend, mag ich auch immer ganz gerne. Da bin ich gespannt auf den Preis, Leute. Das sage ich euch so. Nächstes Produkt, Clarin. Das kenne ich, das mag ich. Also die Marke, die ist sehr, sehr hautverträglich auch. Ist für die Augen 7 ml von einem Gel Fraîcheur Yeux Anti-Posch. Also quasi ein kühlendes Augengel. Das ist jetzt im Sommer echt angebracht, ne? Wenn du morgens aufwachst und einfach so aussiehst, als wäre noch irgendwie dein halbes Gesicht im Kissen, dann macht das auf jeden Fall Sinn. Und sowas dann vielleicht sogar noch im Kühlschrank packen, hatte ich, glaube ich, mal in klein auch da. Ja, sowas mag ich gerne leiden. Das kann man sich auf jeden Fall gönnen. Und auch mal so als kleiner Tipp, falls ihr die Box habt, da kann man auch viele Produkte Unisex verwenden, ne? Also auch für die Männer ist das auch immer eine ganz gute Geschichte. Ja, auf natürlicher Basis sind die Produkte von Clarin wohl, das mag ich auch ganz gerne leiden, aus Frankreich. Finde ich cool, die haben auch immer interessante Adventskalender, ne? Muss ich auch sagen. Ja, es ist Juni und ich denke schon wieder an Adventskalender, läuft bei mir. Ich glaube, das hatten wir letztens auch schon irgendwo mit drin. Erfrischungstücher von 4711, da sind drei verschiedene Sorten drin. Hier steht neu drauf, aber das habe ich schon so oft irgendwo drin gehabt, Leute. 10 Stück sind hier drin enthalten. Ich finde sowas ganz praktisch, wenn man auf Reisen ist. Das steht hier hinten auch drauf, deswegen passt das natürlich jetzt auch in die Zeit, dass wir kurz davor stehen, gegebenenfalls in Urlaub zu fahren oder zu verreisen. Also wenn du so eine Zugfahrt machst oder so, da kannst du dann einmal deine Hände erfrischen, ne? Oder nach dem Sport oder so, ja, nach dem Essen, ist ja auch abgebildet. Dann ist das schon ganz nice, ja, aber weiß ich nicht. Nehme ich mir lieber einen Wasserhahn, muss ich gestehen. Aber gut, jo, kann man machen, wie man möchte. Dann habe ich hier auch was von 4711 drin, Aqua Colonia, Starfruit und weiße Blüte, also Sternfrucht und weiße Blüten. 8 ml sind hier drin. Manche stehen ja total auf diese Düfte, ne? Auf diese 4711, diese Neuverduftung, nein, so nennt man das nicht, Neuauflagen der 4711 Düfte. Da gibt es ja auch so ganz, ganz coole, dass du da irgendwelche Gefühlslagen oder so zum Ausdruck bringen soll's und so. Also so sieht es aus, ne? So ein kleiner Flakon. Ist auch so eine Art Sammelflakon. Ich sammle die tatsächlich übers Jahr, diese kleinen Viecher. Und am Ende des Jahres mache ich ja immer so eine Verlosung, wo ich sowas dann reinpacke. Dann könnt ihr sowas gewinnen, ne? Genau, ja. Also für mich jetzt nicht so relevant, auch wenn sich das interessant anhört, ne? Also so blumig, leicht fruchtig, wäre eigentlich schon mein Duft, aber ich mag es halt nicht, wenn ich so Viecher, also so Flakons habe, die ich nicht sprühen kann, ne? Das finde ich immer blöd. Wenn ich so kleine Sprüher habe, habe ich jetzt gerade hier nicht stehen, aber so kleine Proben manchmal halt auch, die man sprühen kann, ist es noch gut. Aber wenn das halt irgendwelche Sachen sind, die man so schütten muss, natürlich, ne, finde ich blöd. Ach, guck mal, ein Essi-Nagellack haben wir hier drin, den muss man aber nochmal schütteln. Schon leicht abgesetzt. Flying Solo ist das. 679. Ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Also ein schönes, ja, ich hätte es jetzt genannt Wassermelonenrosa irgendwie. Also ich mag bunte Nägel. Ich finde, das passt auch super jetzt in die Frühlings-Sommerzeit mit rein. Deswegen finde ich das auch cool, dass der mit drin ist. Ich mag Nagellack ganz offensichtlich gerne, oder? Genau. Sind ja auch meine Nägel, die ich jetzt einfach nur überlackiert habe dann immer. Cool. Mein Nagellack hier drin. Sag bloß, wir haben hier mal keine Mascara drin. Ich sag das hier eben noch so großkotzig, ne? Von Gosch haben wir ein Brow Lift Lamination Gel hier drin. Transparent. Da wurde mir aber gesagt, dass es nicht ein klassisches Augenbrauengel ist, sondern wirklich so ein Produkt, mit dem du deine Augenbrauen liftest. Also habe ich auch von abgesehen, das zu verwenden, habe ich das auch, was ich in einer Beautybox drin hatte letztens. Ich glaube, in der Pinkbox war das drin, ne? Hatte ich das auch weiterziehen lassen. Ja, ansonsten ist Gosch jetzt nicht so die Marke, die man bei uns in den Drogerien oder in Dulas oder so findet oder kennt, ne? Das ist halt eher so eine Marke, die dann irgendwie so bei uns durch die Boxen einzieht. Kommt aus Dänemark, genau, dann war das wahrscheinlich in der Goodiebox drin, genau. So, ja,
Kann man machen, kann man machen. Dann haben wir hier noch was drin enthalten von Sebamed. Eine Pflegedusche, Wassermelone und Minze. Geilomat. Erfrischt und pflegt empfindliche Haut, besonders schonend, unterstützt die Feuchtigkeitsbalance der Haut. Nachhaltige Verpackung, 125 Milliliter. Das ist doch super zum Reisen. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wassermelonenduft mag ich gerne. Dieses frisch-fruchtige, ne? Oh ja, oh ja. Ich mag das sehr, sehr gerne. Das werde ich auch benutzen. Das wird bei mir aufgebraucht werden. Eine limitierte Edition. pH-Wert ist 5,5. Und ja, das wird jetzt eine gute Kiste werden. Das freut mich. Ein schönes Sommerprodukt. So, und dann habe ich hier das letzte Produkt schon drin. Ja, Tatsache. Und zwar von Diadermin ist das Lift Plus Superfiller Anti-Age Nachtserum ab 30, ja, ich bin 33, fördert den Schönheitsschlaf, Straffung und Regeneration. Mhm. Mit pflanzlichem Hyaluron. Ja, da müssen wir mal gucken, ne? Das ist natürlich ein sehr, sehr interessantes Produkt für den Schönheitsschlaf, finde ich echt. 30 Milliliter finde ich traumhaft. Muss ich mir natürlich nochmal durchlesen, da sind ein paar mehr Inhaltsstoffe drin. Ob das für mich ein geeignetes Produkt ist, ob ich das verwenden kann, darf, will. Ja, natürlich, wenn das so charmant da drauf steht. Warum eigentlich nicht? Okay, das scheint jetzt auch nicht so super flüssig zu sein. Es sieht auch ein bisschen milchig aus. Ne? So sieht das aus. Und Diadermin ist ja auch so eine Apothekenmarke. Ich finde es cool. Also, ne, wenn da nichts drin ist, was ich jetzt gerade nicht nehmen darf, dann werde ich das ausprobieren. Schöne Sache. Ja, also wir haben hier, wie ne, bekannt, halt hauptsächlich Pflege mit drin enthalten. Positiv anzumerken ist meinerseits, dass wir hier keine Food-Artikel drin haben, also nichts zum Essen. Und dass wir hier keine Nahrungsergänzungsmittel drin haben. Also es ist wirklich eine reine Beauty-Box und das finde ich gut. Klar, wir haben hier auch ein paar Tools oder ein Tool vielmehr. Dann haben wir diese Tücher mit dabei. Aber an und für sich ist es eine reine Beauty-Box. Das finde ich gut. Es wird dem Namen auch gerecht und mir hat der Inhalt gefallen. Ja, ja, ja. Hat mich überrascht, hat mich auf eine neue Reise gebracht. Ist das seinen Preis wert? Sicherlich. Hier sind natürlich auch sehr teure Produkte mit drin enthalten. Ich finde die Produkte auch sehr interessant, weil das jetzt Produkte sind, die ich jetzt so im Laden noch nicht wirklich gesehen habe. Wir hatten schon praller gefülltere Boxen, ne? Also wahrscheinlich auch vom Wert her höhere Boxen. Aber ich finde den Inhalt wirklich gut, weil das so brauchbar erscheint. Schreibt mir mal gerne eure Meinung in die Kommentare rein, da können wir uns gerne mal austauschen. Und dann war es das auch hier von mir und meinem Video. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!